Kinderwagen, eine der wichtigsten Anschaffungen vor der Geburt. Die Auswahl ist riesig, die Überforderung werdender Eltern oft auch. Auf was muss man beim Kauf unbedingt achten? Und was sollte man vermeiden? Ich bin heute in einem der ältesten Kinderfachgeschäfte Deutschlands, dem Kinderladenwirt in Mainz, mit Fachverkäufer Sascha Pfeiffer verabredet. Er berät seit 27 Jahren werdende Eltern und weiß, worauf es wirklich ankommt. Hallo Herr Pfeiffer, ich freue mich sehr. Hallo, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über Kinderwagen. Das ist ein großes Thema, weil die Auswahl ist wirklich riesig. Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie werdende Eltern beraten? Zuerst brauchen wir mal eine Bedarfsermittlung. Das heißt, ich muss wissen, was möchte der Kunde alles machen. Geht er lieber joggen oder ist er viel in der Stadt unterwegs? Ist er viel mit dem Flugzeug oder mit der Bahn unterwegs? Da muss man halt einfach wissen, was ist so ihr Leben oder wie ist so ihr Lebensstil, dass ich halt einfach den perfekten Wagen für sie beraten kann. Jetzt haben Sie uns drei qualitativ hochwertige Modelle mitgebracht, die für die einzelnen Bedürfnisse von Eltern stehen. Fangen wir doch mit dem familienfreundlichen Modell an. Genau, richtig. Das ist der hier, das ist der Upper Baby Vista. Da haben Sie die Möglichkeit, man kann den zuerst mal als für ein Kind fahren. Sie haben hier eine Wanne, die können Sie ungefähr so zwischen 4 und 5 Monate verwenden. Mhm. Vom Handling ist hier alles ganz, ganz einfach. Das ist immer gut, oder? Genau, weil der Wagen ist halt auch ausgelegt worden dafür, dass wenn ich zwei Kinder in einem kurzen Zeitabstand habe, dass das dann halt auch machbar ist. Und da muss alles ganz, ganz easy sein, weil wenn das eine Kind schon hier rumläuft und das andere noch in der Wanne liegt, muss das alles sehr schnell und einfach gehen. Stimmt. Hier hat man die Möglichkeit, die Babywanne einfach mit dem Knopf abzuhebeln. Mhm. Den Schieber kann ich in der Höhe verstellen, auch mit einer Handhabe. Das ist ganz gut, weil genau, ich bin jetzt zum Beispiel Leute, relativ groß, genau, da ist er wahrscheinlich besser so. Genau, da brauchen Sie einen großen Schieber. Der Schieber muss auch immer in der Ausgangsposition sein. Und dann kann ich den hier seitlich hochhebeln und nach unten fallen lassen. Und dann steht er schon. Das sieht wirklich sehr einfach aus. Jetzt bin ich nicht gerade die technisch Begabteste, deswegen werde ich es mal probieren, ob es denn wirklich auch für mich so einfach ist. Genau, ich baue ihn nochmal auf. Okay. So. So, jetzt muss ich jetzt erstmal schauen, dass das wieder alles an seinem Platz ist. Genau. Dann nehme ich doch erstmal die Wanne weg. Ich sehe an dem hellgrauen Knopf, genau dass das auf jeden Fall schon mal mich daran erinnert. Da genau, sehr gut. Also alles, was hellgrau ist, hat hier eine Funktion. Sehr gut. Und deswegen schiebe ich den jetzt auch hoch. Ja, genau. Denn sonst geht der ja nicht zusammen. Genau. Und dann schiebe ich das hier hoch und zack. Jawohl, steht sehr der gut. Wagen. Genau, super. Ist eingerastet. Unglaublich. Und alles ist gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das auf den ersten Schlag hinbekomme, aber das spricht wirklich für die Technik, oder? Genau, definitiv. Ja, es ist wirklich ganz, ganz einfach gemacht, dass ich da nicht groß noch überlegen muss und dass ich halt wirklich mein Hauptmerk auf die Kinder habe und alles andere geht ganz, ganz einfach und easy. Jetzt schauen wir uns doch gerade nochmal an, wie er zusammengebaut aussieht, wenn es noch für ein zweites Kind. Genau, richtig. Da habe ich dann die Möglichkeit, ich habe hier Adapter, die stecke ich hier oben drauf. Das hier ist der Sportwagenaufsatz. Da kann ich dann das große Kind hier draufsetzen. Ich kann hier den Sportwagenaufsatz verstellen in so eine Liegeposition oder aber halt in eine Sitzposition. Und auch wenn die Babywanne drauf ist, die kommt dann einfach hier unten dran. Kann ich so draufsetzen. Wow, und dann hat man quasi zwei Kinder genau, versorgt. Genau, richtig. Dann haben sie zwei Kinder versorgt. Sie haben die auch schön eng aufeinander. Das heißt, sie sind nicht so breit. Sie kommen noch überall durch die Einkaufsstraßen durch. Sie können in den Supermarkt gehen, da passen sie gut durch. Und wie beurteilen Sie noch die Qualität von den Stoffen? Sie haben hier bei der Firma Upper Baby einen UV-Schutz und auch ein Sonnensegel schon gleich mit dabei. Das ist hier natürlich schon sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Auch hier in der Babywanne kann man das nach vorne klappen und die Kinder sind super gut geschützt. Sie haben ein Nylon-Material, was leicht abwaschbar ist. Und ich glaube, 50 ist der UV-Schutz. Genau, sogar, UV 50, oder? Ja. Klasse. Und ein weiterer Vorteil ist das Gewicht.
Genau, mit seinen 12 Kilo ist das natürlich auch sehr, sehr einfach vom Handling, weil man muss ja immer mit bedenken, man muss den mal im Auto verladen, das heißt, ich muss ihn hochheben. Oder wenn ich an dem ersten Stock wohne und ich kann es unten nicht stehen lassen, dann muss er auch mal mit hoch und das ist eigentlich sehr gut. Jetzt haben wir quasi den familienfreundlichen Kinderwagen kennengelernt. Jetzt gibt es aber auch sehr viele sportliche Eltern, die ihre Kinder gerne dabei haben. Da haben sie uns auch einen mitgebracht, oder? Genau, und zwar ist das dann der Adventure 2 von der Firma TFK. Da haben sie die Möglichkeit, mit dem können sie halt joggen gehen. Mhm. Im ersten halben Jahr würde man es nicht so empfehlen, dass man joggen geht, weil es halt doch in einer erhöhten Geschwindigkeit man ausgesetzt ist. Deswegen habe ich hier die Möglichkeit, ich kann diese Babywanne verwenden, so wie sie jetzt hier aufgebaut ist, auch so 5 bis 6 Monate in etwa. Und dann habe ich die Möglichkeit, ich kann den hier als Sportwagenaufsatz umbauen. Das heißt, ich mache hier diese Fußstütze hoch. Hier hinten habe ich ein Band, dann kann ich das hier so hochziehen, dass das Kind ein bisschen aufrechter sitzt. Wenn es dann noch ein bisschen älter ist, kann ich es in eine Sitzposition verstellen, weil die Welt, die ist ja groß, die will entdeckt werden. Unbedingt. Die Kinder sind sehr neugierig, genau. Und dann kann ich aber das Kind noch anschauen. Wenn die Kinder dann hier aus der Wanne rausgewachsen sind, dann kann man ihn umbauen und den haben sie uns schon mal mitgebracht. Gell? Ganz genau, richtig. Den Umbau. Das ist dann der Sportwagenaufsatz. Das habe ich dann hier. Das Kind guckt dann nach vorne gerichtet. Ich habe hier nochmal ein Sichtfenster, dass ich auch nochmal einen Blick habe auf mein Kind, weil ich ja sonst nicht sehen kann. Hier sieht es aus mit dem Schwenkrad. Wenn ich jetzt joggen gehe, muss ich das feststellen. Ja. Das ist dann auch ganz einfach. Ich drehe das einfach, dann ist es hier festgestellt. Somit ist er dann auch über den TÜV drüber gekommen. Das heißt, ich kann mit dem wirklich joggen gehen, weil ich einer erhöhten Belastbarkeit ausgesetzt bin. Das Besondere bei dem ist eigentlich, dass wenn ich den zusammenklappe, ich immer nur ein Teil habe. Ich mache einfach diese Seitenhebel auf, klappe das nach vorne. Den Schieber kann ich dann auch nochmal einklappen und habe somit ein Packmaß und kann das dann so im Kofferraum heben. Klasse. Ja, mit seinen 11, sehr kompakt. Genau, richtig. Mit seinen 11,9 Kilo ist er halt auch sehr leicht, im leichten Bereich und gut handelbar. Jetzt ist ja das Besondere hier an diesem Wagen, dass er im Gegensatz zu den anderen 3 Räder hat. Ja. Gibt es da auch gewisse Gefahren, die damit verbunden sind? Genau, richtig. Also hier ist natürlich so, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin und habe noch eine Einkaufstüte in der Hand, muss dann jetzt eine Bürgersteigkante hochfahren, setze ich ja vorne das Rad auf, hebe hinten an und dann kann er natürlich leichter umkippen. Das weiß ich im Vorfeld und dann muss ich mich halt einfach dran halten. Das heißt, ich balanciere den aus, hebe ihn dann leicht an. Ja, dann gibt es ja noch die urbanen Eltern, genau, die richtig. Viel in der Stadt unterwegs sind. Ja. Und da haben sie uns auch ein Modell mitgebracht. Genau, da haben wir das stylische Modell von der Firma Jules mitgebracht. Das ist der D3. Mhm. Da haben sie vorne diese kleinen Schwenkräder. Somit komme ich auch sehr leicht über die Unebenheiten drüber hinweg. Sie haben ja auch eine Teleskopschiene. Das heißt, der Unterschied ist jetzt von einem Knickgelenk zu einer Teleskopschiene. Je größer ich bin, desto weiter weg komme ich von der Achse und habe noch eine große Schrittlänge. Wie lange kann das Baby hier drin liegen? Ungefähr auch so ein halbes Jahr in etwa. Und dann kommt es auch in den Sportwagenaufsatz. Hier habe ich es jetzt schon mal umgebaut. Man hat hier den Sportwagenaufsatz, den man dann da drauf machen kann. Die Wickeltaschen nehmen wir mal weg, dass man es besser sehen kann. Den Bügel von der Wanne setzt man dann hier drauf. Ich kann hier diese Fußstütze in der Höhe verstellen. Somit kann ich das oft optimal dem Kind anpassen, je nach Größe des Kindes, weil sie ja den Sportwagenaufsatz schon von einem halben Jahr bis etwa 2,5 Jahre fahren. Und dann kann ich das öfter optimal anpassen. Und er ist auch sehr einfach zusammenklappbar. Oder? Ja, genau. Möchten Sie mal probieren? Oh, vielleicht Sie zuerst. Alles klar. Also hier ist auch, wie gesagt, so alles, was grau ist, hat eine Funktion. Mhm. Man drückt auf die unteren Knöpfe drauf, dann kann ich den Aufsatz abnehmen. Die Vorderräder müssen immer festgestellt werden, weil der Wagen jetzt gleich sehr klein ist. Da drückt man einfach nur hier drauf und der bleibt auch gleich dann stehen. Man schiebt den Schieber nach unten, drückt hier drauf und hier unten, dann fällt der Schieber nach unten und dann bleibt er so stehen. Jetzt haben wir ja hier wirklich sehr qualitativ hochwertige Kinderwagen uns angesehen. Wie groß ist die Preisspanne?
Also man muss schon so um die 900 Euro, da fängt es an. Es geht dann bis so knappe 2000 Euro. Da kommt es halt immer drauf an, was möchte ich genau haben. Ja, also Sie fahren den Wagen gute 2,5 bis 3 Jahre. Sie sind tagtäglich unterwegs. Das Kind muss viel an die frische Luft. Von daher soll das ja auch einfach sein vom Handling. Und auf was sollte man wirklich ganz genau achten und vor allem nicht unbedingt den Preis in Fokus nehmen? Also das Wichtigste ist fürs Kind einfach definitiv die Federung. Ja, das muss einfach wirklich gut gefedert sein. Das ist so das Wichtigste eigentlich. Und dann muss es für ihr Lebensstil passen. Jetzt gibt es ja auch durchaus günstigere Kinderwagen im Bereich zwischen 200 und 500 Euro. Wo sind da die Defizite? Da wird halt meistens ein bisschen festeres Material verwendet wie Hartkunststoff. Und Hartkunststoff bricht natürlich etwas schneller, wie wenn man jetzt ein Alugestell nimmt oder so. Ne? Das muss man halt einfach darauf achten. Oder sie haben keine richtige Federung, riechen ein bisschen mehr von den Ausdünstungen. Und das ist halt so der Unterschied. Schadstoffe ist, nehme ich an, auch ein wichtiges Thema, ja, gerade bei den Materialien. Mhm. Was darf auf keinen Fall in einem Kinderwagen drin sein? Also Flammschutzmittel ist schon nicht so das Optimale. PCP ist auch nicht das Tolle, was da drin ist. Das muss schon, sollte schon nicht drin sein. Und das haben unsere Kinderwagen hier auch nicht. Herr Pfeiffer, vielen herzlichen Dank. Ich habe einen tollen Überblick bekommen und zumindest schon mal eine Richtung, in welche ich mich orientieren werde. Denn es wird Zeit, oder? Ja, also bald müssen Sie sich entscheiden. Genau, richtig. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ich danke auch und alles Gute weiterhin. Tschüss. Ja? Tschüss. Es lohnt sich, vor dem Kauf eines Kinderwagens Zeit zu investieren und sich beraten zu lassen. So bekommt man nicht nur einen guten Überblick über die aktuellen Angebote, sondern kann auch herausfinden, welches Modell wirklich zu den eigenen Bedürfnissen passt. Und nicht vergessen, achten Sie beim Kauf Ihres Kinderwagens auf Schadstoffe in den Materialien, wie zum Beispiel Weichmacher oder Flammschutzmittel, zum Wohl Ihres Babys.